Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch einen der ersten Schritte, die man so mit seiner neuen Stickmaschine macht, und zwar ein Handtuch besticken. Ihr braucht ein Handtuch, Schneiderkreide oder so einen Stift, Stickgarn, Avalonfolie und Stickvlies. Zuerst markieren wir uns die Stelle, wo der Schriftzug später hin soll. Ich nehme hierzu mein Lineal und ich benutze jetzt so einen Trickmarker oder Markierstift, der verschwindet nachher wieder. Zeichne ich hier einmal eine Linie, dann nochmal die Mitte, 50, das wären 25, die Mitte. Dann habe ich hier ein Kreuz, dann nehme ich den Stickrahmen und schneide das Vlies zu. Das ist dann auch ausreißbares Vlies. So, und dann nehme ich den oberen Teil des Rahmens und lege das Handtuch jetzt so drunter, dass diese Markierungen hier, die zeigen ja die Mitte an, hier und hier, dass die schon so einigermaßen passen. Okay, dann klappe ich das kurz ein, dass es nicht mehr verrutscht. Und spanne das zusammen mit dem Vlies ein. Okay, das ist schön fest. Nochmal die Schraube festziehen. So kann das jetzt schon in die Stickmaschine rein. Bei Schriftzügen auf Handtüchern setze ich immer das gleiche Untergarn wie Obergarn ein, damit das auch von hinten schön aussieht. So, jetzt schiebe ich den Rahmen ein. Jetzt habe ich den Schriftzug aufgerufen und muss den noch in die Mitte positionieren, so dass die Nadel genau über dem Kreuz ist. Da wäre jetzt der Mittelpunkt des Schriftzugs, aber wir wollen den ja hier haben. Also rücke ich den nochmal weiter nach unten und weiter nach oben. So, jetzt steht die Nadel da, wo ich sie haben möchte. Für die Avalonfolie brauchen wir jetzt noch den Heftrahmen. Und an meiner Maschine kann ich den mit diesem Button hier einstellen. Jetzt habe ich hier einen Heftrahmen rund um den Schriftzug herum. Wenn ihr die Funktion nicht habt, es gibt auch im Internet solche Rahmen kostenlos runterzuladen. Müsst ihr einfach mal googeln in verschiedenen Größen. Gut, jetzt legen wir die Folie auf. So, die Avalonfolie legen wir jetzt auf den Frottee drauf. Und zwar hat die den Zweck, dass die ganzen kleinen Flusen später nicht durchs Garn durchkommen, damit die unten gehalten werden. Jetzt starten wir einmal mit dem Heftrahmen. Und jetzt kann schon der Schriftzug gestickt werden. Wenn der Schriftzug fertig gestickt ist, nehmen wir den Rahmen raus. Dann lösen wir alles aus dem Rahmen. Jetzt müssen wir das noch versäubern. Ich trenne erstmal den Heftstich auf. Einfach an einigen Stellen durchschneiden und den Rest kann man dann rausziehen. Die Avalonfolie kann man dann ganz leicht abziehen. Keine Angst, wenn irgendwo noch Reste zu sehen sind. Die Folie ist auswaschbar, also mit der nächsten Wäsche verschwindet die dann auch spätestens. Hinten das Stickvlies können wir auch ausreißen. Die Linie vom Markierungsstift kann man jetzt ganz einfach mit einem feuchten Lappen entfernen. So, wie ihr gesehen habt, Maschinensticken ist gar nicht so schwer, vor allem so ein Handtuch, so ein Anfängerprojekt, ist ganz schnell gemacht und man hat schnell ein schönes individuelles Geschenk. Wenn ihr kein eigenes Digitalisierungsprogramm habt, ich digitalisiere auf Anfrage auch Schriftzüge, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen hoch oder abonniert den Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal, eure Yvonne.